Hallihallo, ihr lieben Leute von super Ansprache, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Be My Valentine. Im letzten Part haben wir hier ziemlich festgesteckt. Ich habe auch übrigens alle Safe Games gelöscht, dass wir hier jetzt wirklich den ersten haben, dass ihr nicht denkt, ich habe hier irgendwie eine komische Bug-Version. Ich hatte nämlich auch erstmal gedacht, okay, vielleicht ist es verbuggt wegen dem einen Safe, habe deswegen die Bugs rausgelöscht. Wieso sage ich jetzt ständig Bugs? Die Saves gelöscht und nochmal neu angefangen. Ist ja auch noch nicht viel passiert. Und ja, warum die Tür nicht aufgeht, das liegt daran, weil der Boden hier sieht doch so ein bisschen anders aus. Da muss die Kiste drauf und dann der Schalter umgelegt werden, dann geht die Tür rauf. Wer soll darauf kommen? Mag sein, dass ich jetzt keine schweren Rätsel mehr gewohnt bin, weil ich gerade eben nur diese Zombie-Spiele zuvor aufgenommen habe. Aber ich meine, das Rätsel ist eigentlich nicht mal schwer. Es ist nicht mal eigentlich ein Rätsel, aber ich habe es nicht gesehen. Oh boy. Was? Nein. Was? Wieso? Was? Nein. Ihr? Was? Nein. Was ist mit dieser Stadt verkehrt? Oh, du siehst voll schön aus wie ein Wolf. Und ich habe die Bushaltestelle kaputt geschossen. Okay. Und diese Wand dort sieht wirklich sehr, sehr seltsam aus. Kann ich die auch kaputt schießen? Nein, kann ich nicht. Kann ich drunter herkriechen? Nein, kann ich nicht. Okay. Aber die sieht sehr, sehr seltsam aus. Vielleicht kann ich in die Ente steigen und damit da durchbrettern oder so, aber ich habe auch ein bisschen Angst, an das Spiel zu breaken, so wie das hier alles aussieht. Das ist ja nicht so vertrauenserweckend. Und hier fährt anscheinend noch eine Säule hinterher hoch aus dem Boden. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich weiß von dem Spiel wirklich nichts mehr. Außer vom Ende weiß ich eher noch was, aber vom Anfang weiß ich null. Hat man ja, denke ich, mal im ersten Part gesehen, der gerade mal 8 Minuten lang war, wie ich gesehen habe. Weshalb ich auch gerade überlegt hatte, okay, soll ich es vielleicht zusammenschneiden? Aber ich dachte so, ach nö, scheiß drauf, ich lasse es jetzt einfach so. Weil ich mich ja schon verabschiedet hatte auch und alles und dann lasse ich das jetzt einfach so. Und hier kann ich auf jeden Fall eine Tür öffnen. Sag ich doch. Nochmal böse Leute oder? Nee, anscheinend nicht. Okay. Das ist eine Tür, die noch aufgehen muss. Ich weiß auf jeden Fall so, dass es eine Tür am Anfang gab, die auf Zeit ging. Es könnte sein, dass es diese gewesen ist, tatsächlich sogar. Aber wie gesagt, ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer. Ich weiß es wirklich nicht. Da hinten ist auch noch irgendwas, aber ich will gerade irgendwie hier zuerst lang. Was sind das für komische Straßen? Ungelogen. Hier ist auch irgendwie noch eine geschlossene Tür zu so einer Garage oder so. Parkhaus. Warum ist hier Stacheldraht? Und warum hört danach die Welt sozusagen auf? Das macht alles gar keinen Sinn. Aber ich will mich nicht beklagen und sowas. Kann ich da raufklettern irgendwie an der Mauer? Nein, hätte auch keinen Sinn gemacht, aber hätte ja sein können. Weil es muss ja nicht immer alles Sinn ergeben in Tomb Raider. Okay, der Kameramann hat mich kurz schockiert. Deswegen war ich stehen geblieben. Oh, da oben liegt ein Kreuz oder sowas in der Art. Schon wieder so eine komische Wand. Ich glaube, ich muss wirklich in dieses Auto steigen. Warum blinkt da das Licht so? Das ist gruselig. Schlüssel habe ich ja noch nicht, ne? Nein, was haben wir überhaupt? Ja, nur halt irgendwie das Typische. So eine Mischung aus auch Silent Hill Fan und Resi, ne? Wegen den grünen Kräutern. Und aber auch dem Tunikum. Okay, die Kamerasicht war, glaube ich, nur beim ersten Mal da. Deswegen ist jetzt die Frage aller Fragen, können wir mit der Ente fahren? Ich bezweifle es gerade irgendwie. Oder von hier aus einsteigen? Ich habe ja auch noch gar keine Autoschlüssel. Das ist jetzt natürlich blöd. Meine Güte, hänge ich denn hier schon wieder fest? Das kann ich nicht sein. Das kann ich nicht sein. Ah. Ich hatte das Spiel gar nicht so schwer in Erinnerung. Ich hänge hier ständig fest, weil ich nicht... Ich kapiere das Spiel nicht. Oder muss ich vielleicht hier alle Dinger wegschießen?
Oder hätte ich die Bushaltestelle nicht erschießen dürfen? Zerschießen. Ist das eine Sache, die hochkommt? Oder ist es vielleicht irgendwie einfach nur eine komische Bodenluke? Das würde mir sonst noch einfallen. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Nein. Es ist wirklich keine Bodenluke. So, ich mag keine Wegsperren hier. Aber was sollte so etwas nützen, das zu tun? Und da kann man das Auto verschieben wenigstens. Nee. Aber das wäre noch eine Idee, dass man ein Auto verschiebt und dass darunter dann irgendwie was ist. Kann ich dich verschieben vielleicht? Warum nicht? Sei verschiebbar. Du Auto von Marco Bartoli, du. Ich bin ja nur froh, dass es inzwischen Lösungsvideos dazu auf YouTube gibt, wirklich. Es ist so seltsam. Seltsame Spiele. Seltsame Spiele, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man sie spielen, um es zu verstehen. Was geht hier eigentlich ab? Das fragt ihr euch vielleicht auch gerade mit mir so, ne? Warum singe ich hier Sesamstraße verkehrt? In einem Tomb Raider Horrorspiel. Ja, wenn man so verzweifelt ist wie ich, ne? Also dann kann sowas schon mal passieren. Einfach so. War da oben gerade ein roter Punkt? Keine Ahnung. Ich frage mich gerade wirklich, warum das hier alles nicht so funktioniert, wie ich das halt gerne hätte. Die Bushaltestelle kann mir auch nichts sagen. Central Station. Das ist schön, dass es die Central Station ist und ich kann nicht mehr reden, wie immer. Aber das hilft mir gerade auch nicht weiter. Oder kann ich jetzt hier irgendwie hochklettern, so ohne Sinn und Verstand? Nein, kann ich natürlich nicht. Lara außer Rand und Band. Was bringt es mir, hier zu sein? Was ist der Sinn des Lebens hier? Ich weiß es nämlich nicht. Es macht hier alles keinen Sinn. Ich bin in einer verlorenen Stadt mit einem düsteren Himmel. Werde bald von einem Monster gejagt oder jetzt schon. Werd vielleicht von ihm beobachtet und der lacht sich ins Fäustchen, weil ich mich hier so dumm einstelle. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das hier alles gar nicht mal so schön. Ich möchte doch einfach nur hier rein. Oder in einer der anderen Türen. Aber ich habe halt ja leider auch keine Brechstange und nichts. Oder kann ich da hinten diese Wand... Ach nee, hatte ich ja schon ausprobiert, ne? Da oben ist ein Bienenkorb. Warum ist da ein Bienenkorb? Aber ich habe leider auch kein Zielfernrohr, ne? Ich habe keinen Schlüssel, ich habe keine Brechstange, ich habe nichts. Ich habe einfach nur wirklich nichts. Kann ich dich abschießen? Ich will diesen Bienenkorb da jetzt abschießen. Aber ich komme nicht hoch genug. Ich habe... Echt, in dieser Hinsicht ja leider nichts. Oder muss ich dich anstrahlen einfach nur? Lalalala, Bienenkorb. Aber nö. Ja, bin ich auch schon eigentlich drauf gekommen, dass es das nicht sein kann, ne? Aber wie gesagt, in der Verzweiflung, da tut man ja alles. Oder... Obwohl, das ist so verrückt. Obwohl, das muss vielleicht gerade deswegen funktionieren. Hat die Rufus ja auch immer so gesagt... Okay, ist glaube ich nur ein Krankenwagen draußen. Ich habe mich gerade mega vor dem Geräusch erschreckt. So, was ist das? Obwohl, nee, das geht nicht. Ich habe gerade überlegt, man könnte hier vielleicht die Kiste nochmal rausziehen und dann auf diese Sache vor allem, diese Markierung hier vorne schieben, aber nein. Weil, ja, Erhöhung hier, ne, Bordsteinkante. Es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Warte, ich habe eine Idee. Kann ich nicht von hier aus irgendwie... Obwohl, nee. Ich wollte gerade da hinten dann auf die Häuserecke springen, bis mir aufgefallen ist, ach nee, die ist ja ganz weit weg. Das passt überhaupt nicht von der Entfernung her. Aber ich komme auch sonst nirgends hin von hier. Es sei denn, ich könnte auf der Bushaltestelle stehen, aber das würde mir auch nichts bringen. Es bringt mir einfach alles nichts. Kann ich hier nicht irgendwas machen? Ist hier irgendwie was versteckt, was ich verschieben kann oder so?
Also ihr merkt schon an meiner Verzweiflung, dass ich hier auch nicht so gut vorankomme. Es ist definitiv wirklich blind. Also ich habe es zwar eigentlich schon mal gespielt, aber ich fühle mich gerade so blind wie selten in meinem Leben. Ich bin schon mit Blind-Spielen besser klargekommen. Was ist dahinter eigentlich? So ein ganz kleines Ding. Das sieht nach Autoschlüsseln aus. Also wir können anscheinend da doch noch mit der Ente fahren. Frage ist, wie kriege ich diese Tür auf? Wie kriege ich überhaupt alle Türen hier im Spiel auf? Ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung. Kann ich auf die Bushaltestelle... Warum sollte ich von hier aus darauf springen, ne? Aber... Nein, ich glaube, ich kann da sowieso nicht draufstehen. Aber ich kann es ja nochmal versuchen, extra für euch, liebe Leute. So. Ich glaube nicht. Selbst wenn, wie gesagt, würde es uns eigentlich nichts nützen. Ja, dieser Bienenkorb irritiert mich da total. Warum ist da ein Bienenkorb? Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Warum ist das hier alles echt so? I don't understand that. Mach auf. Tu dich auf. Sind wir hier rausgekommen, haben zwei Gegner gekillt und kommen ansonsten aber nicht weiter. Oder kann ich hier irgendwie über die Mauer springen? Das wäre noch eine Idee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Wir müssen wirklich die Autoschlüssel bekommen und dann mit der Ente hier rumdüsen und damit diese Wände einfahren. Soweit, so gut hätten wir das schon mal geklärt. Aber hier oben ist ja auch noch eine Tür, die offen ist. Dann ist da oben, wo ich raufklettern konnte, eine Tür, die zu ist. Die sieht genauso aus wie diese hier, by the way. Das heißt, wir müssen ja irgendwie auch Schalter finden. Da ist irgendwie was, wo ich da ja oben sein kann, sag ich mal. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Da vorne kann ich nicht hochklettern, hier kann ich auch nicht hochklettern. Warum sollte ich das auch können? Und das ist alles nicht so geil. Oder soll ich sonst die Laterne vielleicht zerschießen? Das wäre noch eine Idee, gerade mal so. Sieht ja so ähnlich auch aus wie der Bienenkorb und vielleicht passiert dann was ganz Tolles, wenn mir das gelingt. Ich glaube nicht. Also ich erreiche sie ja schließlich problemlos, aber das bringt mir irgendwie gerade alles nichts. Da ist doch noch was mit der Bushaltestelle. Ich kann mich da wirklich nicht festhalten. Die Bushaltestelle der Verwirrung. Ich meine, warum wird sich auch ausgerechnet hier etwas erheben? Kann ich von da aus, würde ich da hinten hin? Das macht alles gerade nicht so viel Sinn für mich. Oder ist es einfach nur an sich eine komische Sache? Ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich gar keinen Plan. Jetzt habe ich so viel gelabert und rumprobiert, dass der Part eigentlich schon wieder rum ist. Es ist zum Verzweifeln mit mir, ich weiß. Es liegt nicht daran, dass ich schon müde bin oder sowas. Also ich bin auch selten so wach gewesen beim Aufnehmen, wie schon lange nicht mehr. Ich war sonst immer sehr müde, habe zuletzt ja Spyro 2 aufgenommen gehabt, das Ende davon. Und habe dann da irgendwie auch rumgegähnt am Ende. Seriously. Warum? Wer soll darauf kommen, dass man an dieser Scheißwand hochklettern kann? Und wo führt mich das überhaupt hin? Wahrscheinlich einfach nur aufs Dach. Dann wird der Part mal etwas länger, damit noch irgendwas Besseres passiert, als nur Rumgeirre. Alter. Was? Diese Wand sieht nicht im geringsten besteigbar aus. Was ist das für ein Spiel? Ungelogen. Ich meine, okay, das habe ich mich sowieso schon damals gefragt, weil das teilweise sehr komisch ist, aber... Und hier ist ein Schalter. Ja. Und von hier aus kann ich auch noch weiter und ich kann mir da das Secret holen, wenn es ein Secret ist. Vielleicht fällt dann der Bienenkorb ab. Ach, ich habe keinen Plan. Ich ziehe jetzt einfach nur diesen Schalter hier. Ja, eine Tür geht auf. Ein Weg, wie es weitergeht, eröffnet sich uns. Ich bin sehr selig deswegen. Wirklich sehr, sehr selig. So close. Ja, ich war so kurz davor, schon vorher die Lösung zu finden, hab's aber irgendwie vermasselt. Vielleicht ist es auch gar nichts, was man aufheben kann, sondern würde ich nur diese Verankerung vom Bienenstock. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß ja, wie gesagt, wirklich nichts mehr vom Anfang. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich meine, es ist auch nicht so, als ob man das merken würde, ne? Ich mache ja hier das total profimäßig und sowas, ne? Merkt man ja.
Ja. Kann ich von hier aus überhaupt dahin springen oder bin ich jetzt hier an der falschen Ecke? Ich komme auf jeden Fall rauf. Kann ich das jetzt nehmen? Tatsache. Och, nö. Das sind sogar wirklich kleine Bienen. Es wurden tatsächlich... Diese Heuschrecken wurden tatsächlich in Bienen umgewandelt. Ist klar, dass euch das nicht gefällt, dass ich euch das genommen habe. Das tut mir auch echt leid. Die haben mir ganz schön viel abgezogen. Was ist das jetzt, was ich da aufgehoben habe? Ein keltisches Kreuz. Das ist schön, dass es ein keltisches Kreuz ist. Kann ich mich auch einfach hier runterlassen? Vielleicht, aber ich will keine Energie verlieren mehr. Deswegen habe ich ja gerade schon genügend verloren. Aha, fast die Hälfte meines Lebens. Wow, durch Bienen. Aber okay, durch Bienen kann man sogar ja sterben. Es gab mal einen sehr schönen Freundschaftsfilm eigentlich zwischen einem Jungen und einem Mädchen. Die konnten sich erstmal, glaube ich, auch nicht ausstehen, wurden dann beste Freunde und dann ist der Junge irgendwann durch Bienen gestorben. Ich dachte schon gerade, die Musik hätte sich geändert, habe mich gerade zu Tode erschreckt, obwohl da überhaupt nichts passiert ist. Okay, aber ich denke, ich beende hier den Part, bevor er zu lang wird, weil das Ding ist ja auch immer, das darf von der Gigabyte-Zahl nicht zu groß werden. Ihr wisst ja, Fraps macht sehr große Videodateien und ich muss es ja auf den Stick packen und rüber packen erstmal auf meinen Laptop, um es dann konvertieren zu können, weil mein Konvertierer irgendwie nicht auf diesem PC hier funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es wirklich ausprobiert, weil ich dachte auch, so ist doch sonst viel zu viel hin und her, ist doch dämlich, aber nein, es geht nicht anders. Ich weiß nicht warum. Es funktioniert auf diesem PC einfach nicht, obwohl es auch Windows 10 ist, eigentlich ein super Gamer-PC wirklich, aber es will nicht funktionieren. Von daher muss ich das so weiterhin machen wie bisher und ja. Ich bin einfach nur froh, dass wir wissen, wie es weitergeht. Vorerst zumindest. Und ja, schaltet wieder ein. Jetzt lohnt es sich wirklich. Das Spiel hat noch sehr viel Horror für uns parat, auf jeden Fall. Es fängt ja sowieso schon sehr mysteriös und geheimnisvoll an. Sofern man es schafft, aus dem Lagerraum zu kommen, was ich ja auch jetzt erst in diesem Part geschafft habe. Aber hey. Und ja, ich bin gespannt, was uns in diesem Raum erwarten wird, wie es weitergehen wird. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao.